Okay, Robin, ein harter Fight gegen St. Pauli und am Ende steht der erste Heimsieg der Saison. Wie ist deine Gefühlslage? Ja gut, logischerweise. War wirklich ein hart umkämpftes Spiel, auch wenn wir ja, gut begonnen haben mit der roten Karte, die uns eigentlich in die Karten spielen sollte. Den Elfmeter, gut, sowas passiert, den kann man dann verschießen. Was nicht passieren darf, ist, dass du dann 1-0 im Rückstand gerätst. Aber die Jungs haben wieder, oder wir als Mannschaft haben wieder gezeigt, dass wir eine gute Moral in der Mannschaft haben und das Ding dann auch gedreht haben. Auch wenn wir zum Ende dann ein bisschen kämpfen drum mussten. Aber ich denke, unterm Strich geht der Sieg auch in Ordnung für uns. Was war heute ausschlaggebend, um das Spiel zu gewinnen? Ja, es geht im Fußball immer darum, wer es mehr will. Und ich glaube speziell, dass auch wenn wir 1-0 hinten sind, wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern einfach unser Ding weiter durchspielen. Und wie gesagt, das spricht einfach auch für den Charakter der Mannschaft. Und das Wichtigste im Fußball ist einfach immer als Mannschaft zusammenstehen, egal wie viel steht, und den Charakter einfach auf den Platz zu bringen. Und ich denke, das war heute dann auch wieder der Unterschied, dich auch in schwierigen Phasen wieder gemeinsam hochzuziehen und die 3 Punkte zu holen. Danke dir und weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Du, der erste Heimsieg der Saison und nach 4 Spielen noch ungeschlagen. Wie blickst du auf die bisherige Spielzeit? Ja, wir fühlen uns gut. Wir sind in der Entwicklung und das sieht man auch. Und wir gehen von Spiel zu Spiel einen Schritt nach vorne. Und das merken wir auch im Training und das nehmen wir mit in die Spiele. Ich denke, das sieht man. Und ja, wir fühlen uns im Moment gut. Klar spielen uns heute auch die frühe rote Karte in die Karten. Aber das nimmt man auch mit. Und dann haben wir St. Pauli, denke ich, gut bespielt und letztendlich auch verdient gewonnen. Heute war es ein harter Kampf, du hast es angesprochen. Was war heute besonders wichtig, um am Ende als Sieger vom Feld zu gehen? Dass wir die Geduld nicht verlieren, würde ich sagen. Weil oft hast du es dann auch in solchen Spielen, dass du zu sehr das Tor willst und zu sehr am Drücker bist. Und dann, wie wir auch das 1-0 eben kassieren, dann einfach zu offen sind hinten. Und da darfst du einfach nicht die Geduld verlieren. Du musst weiterspielen, musst den Gegner bespielen. Und so haben wir es auch gemacht. Und da kommen die Chancen von alleine. Und die hatten wir dann auch und haben sie auch genutzt. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir heute 3 Punkte mitnehmen konnten. Danke dir und viel Erfolg nächste Woche. Gerne.